Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegler'schen. Hier vom Höchsten, ein kleiner Berg oberhalb des Bodensees und gegenüber den Schweizer und österreichischen Alpen. Das hier ist für mich ein sehr wertvolles und interessantes Buch. Es ist so eine Art Tagebuch, wo ich wichtige Begebenheiten, unvergessliche Erlebnisse aufgeschrieben habe, aber auch ganz viel sammle, was mir Kummer bereitet. Es ist immer wieder interessant, von Zeit zu Zeit darin zu blättern und sich in Erinnerung zu rufen, was damals war, was sich ereignet hat, was man schon alles im Leben erlebt hat. In so einem Tagebuch lässt sich das Leben quasi sammeln. Und es wird ein wenig greifbarer, was das Leben ist, was es war, wie spannend es ist, wie abwechslungsreich, wie erfüllt das Leben ist, trotz vieler schmerzlicher und leidvoller Erfahrungen. Wir möchten uns heute im Gottesdienst Gedanken machen über ein erfülltes Leben und setzen dazu die Predigtreihe fort über Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zu Gast heute im Gottesdienst ist wieder einmal Dr. Eberhard Ried. Er hat sich in seiner beruflichen Laufbahn lange Jahre mit suchtkranken Menschen beschäftigt. Somit hat er ungemein viel Lebenserfahrung, an der er uns teilhaben lässt. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst nun miteinander feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten mit Worten aus Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst, die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns, Gott, unser Gott. Es segne uns, Gott. Und alle Welt fürchte ihn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr Jesus Christus, es gibt viel in unserem Leben, was ungesagt bleibt. Die Wünsche, die wir nicht zu äußern wagen, die Ängste, über die wir uns nicht zu reden trauen, die Sorgen, mit denen wir niemand anderes belasten wollen, die Dankbarkeit, die wir so schwer zeigen können, die Bitte um Verzeihung, die wir nicht über die Lippen bringen. Herr, du bist wie ein Freund. Hilf uns, unsere Gedanken mit dir zu teilen. Rede zu uns, damit sich unser Mund öffnet. Amen. In der Bibel, in Johannes 14, 1 bis 6 steht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Zu Gast heute in der Stunde des Höchsten ist Dr. Eberhard Ried. Er hat 30 Jahre lang die Suchtkrankenarbeit in Deutschland maßgeblich geprägt, hat hier eine Suchtkrankenarbeit in Wilhelmsdorf aufgebaut, auf dem Ringenhof und auf dem Höchsten. Darüber möchte ich mit ihm ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf Sie. Hallo, Herr Dr. Ried. Vielen Dank. Sie hätten als studierter Mediziner eigentlich die Zahnarztpraxis Ihres Onkels übernehmen können und sollen. Dann haben Sie sich doch für die Suchtkrankenhilfe entschieden. Was hat Sie denn an der Suchtkrankenhilfe mehr interessiert als an kaputten Zähnen? Ja, zunächst mal habe ich da einen Ruf bekommen. Ich habe bei einer sehr gut gehenden großen Praxis einen Brief erhalten von der Institution Haslach Mühle bei Wilhelmsdorf, das war die Vorläuferinstitution von Rinkenhof und Höchsten. Und die haben gefragt, ob ich nicht kommen würde und dort in die Suchtkrankenhilfe vollberuflich einsteigen würde. Und als Christ fragt man da erstmal bei der höheren Heeresleitung an, wie das denn nun wäre. Ich hatte in Esslingen Bauabsichten. Wir hatten 2,5 Kinder und die Familie hat sich gefreut auf das Haus, das wir zu bauen beabsichtigen. Und die Praxis lief, wie gesagt, sehr gut und eigentlich überhaupt keine Veranlassung, da wegzugehen. Und dann hat die höhere Heeresleitung gemeint, meine Frau und ich, wir haben da etwa ein halbes Jahr lang hingehört, ihr sollt den Ruf aus Wilhelmsdorf annehmen. Und dann haben wir
alles hinter uns gelassen. Der Verband der Zahnärzte hat gesagt, so was sei Ihnen Ihr Lebtag noch nicht begegnet. Die Praxis sei eine Goldgrube. Und wenn man da freiwillig gehen könnte, könnten Sie gar nicht verstehen. Und dann bin ich in wirtschaftlich sehr schlecht dastehende Einrichtungen gekommen, die, das habe ich dann hinterher gemerkt, wie ich die Leitung übernommen habe, über 1 Million Schulden hatte und verwahrloste Gebäude und auch sonst in vieler Hinsicht sehr schwierig. Und nun hat die höhere Heeresleitung sowas vor. Und es ist ja auch für einen selber spannend, wie da was draus werden kann. Sie sprechen von der höheren Heeresleitung. Das hat so etwas Militärisches an sich. Ist Gott für Sie, den Sie damit vermutlich meinen, ist Gott so etwas wie ein Befehlshaber für Sie? Ja, ein sehr gütiger, barmherziger, der aber weiß, was er mit mir vorhat. Und der von daher gerade an konkreten Weichenstellungen Dinge vorhat, die ich mir selber nie hätte einfallen lassen. Jetzt ist es ja schon eine Zumutung, muss ich sagen. Sie sind ein angesehener Arzt auf dem Land, machen Menschen gesund, die vermutlich auch angesehen sind. Und dann kümmern Sie sich um Säufer, um Trinker. Und das 1966. Die haben ja vermutlich ein schlechtes Image in der Gesellschaft gehabt. Haben Sie sich wie Jesus gefühlt, der sich um Zöllner und Sünder gekümmert hat? Nein, aber ich war mit 19 in Sibirien in Gefangenschaft und habe da erlebt, wie das Leben bei sehr vielen, da hat es Uniprofessoren gehabt und bedeutende Ärzte und hohe Dienstgrade beim Militär und alle möglichen angesehenen Leute und wie das in der Gefangenschaft angesichts von Hunger und Tod alles zerrinnt. Und da habe ich mir damals gesagt, ich will tun, ich war damals schon Christ, was Gott will und will nicht auf äußere Dinge sehen. Und wenn er uns nach Afrika schickt, da habe ich schon an spätere Frau gedacht, obwohl ich sie damals noch gar nicht kannte, dann werden wir nach Afrika gehen, aufs Missionsfeld oder sonst wo. Ich will bedingungslos tun, was er will. Und das war die Voraussetzung. Sind Sie als Missionar hier aufs Missionsfeld Haslachmühle Höchsten Ringhof gekommen? Haben Sie so ein missionarisches Sendungsbewusstsein auch in Ihrer therapeutischen Arbeit gehabt? Nein, könnte ich eigentlich nicht sagen, missionarisches Sendungsbewusstsein, sondern nur das Bewusstsein, das, was du erfahren hast, dass dieser Gott lebendig ist, dass der dich durchs Leben begleitet, in all deinen Entscheidungen und in den tiefsten Momenten, wie in Sibirien zum Beispiel, dass diese Nachricht weitergegeben werden muss. Die kann ich nicht für mich behalten, sondern die muss an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt in alle meine Tätigkeiten einfließen. Und sowas sagt ein studierter Mediziner, ein Akademiker, von dem man eigentlich auch denken könnte, der weiß alles. Und dann kommt noch sowas wie die Religion dazu. Konnten Sie damit den Patienten und Patientinnen zutiefst glücklich machen? Von dem er weiß alles, ist natürlich ein ganz erheblicher Abstrich zu machen. Ich weiß, dass ich nichts weiß, hat schon ein griechischer Weiser gesagt. Und das war mir auch immer bewusst bis zum heutigen Tag. Ich bin ständig ein Lernender und von daher ist das Wissen darum, dass der Schöpfer aller Dinge jeden Menschen begleiten möchte in seinem Leben, das höchste und bedeutsamste Wissen, was einer in seinem Leben erfahren kann. Ich kann mir vorstellen, dass Sie oft an Ihre Grenzen gekommen sind in diesen 30 Jahren Arbeit mit suchtkranken Menschen, vielleicht auch Dinge, die Sie frustriert haben. Was hat Sie denn am Leben gehalten oder wo hat sich Gott ganz konkret als Hilfe, als Helfer erwiesen? Ja, ich kann da gleich ein Beispiel nennen. Ich wusste, nachdem mein Vorgänger aus Krankheitsgründen ausscheiden musste, wurde ich also gefragt, ob ich die Leitung übernehmen wollte. Und ich habe dann im Einverständnis mit oben Ja gesagt. Und dann wusste ich, der Vorstand der Einrichtung wird mich bei der ersten Sitzung fragen, was wollen Sie denn jetzt tun?
angesichts der Misere der Einrichtung und des baulichen katastrophalen Zustandes und dass die Einrichtung sehr wenig angesehen ist, keinen guten Ruf hat und so weiter. Und dann habe ich natürlich selber auch gefragt, ja, was meinst du denn, Vater im Himmel, was ich jetzt denen sagen soll? Und dann höre ich doch eine mich selber sehr erstaunende Antwort, neu bauen. Und dann habe ich natürlich noch einige Wochen länger dahin gehört. Ich hatte ja diese Zeit bis zur ersten Sitzung. Und dann habe ich das dem Vorstandsgremium auch gesagt. Und dem blieb zunächst der Mund offen stehen. Und eine Dame war bei dem Gremium, die Damen sind ja immer etwas mutiger wie die Herren, die hat dann gewagt zu sagen, was die anderen dachten. Sind sie denn total verrückt geworden? Seit 5 Jahren versuchen wir in der angegliederten Landwirtschaft einen neuen Schweinestall zu bauen und wir haben dafür kein Geld. Und jetzt wollen sie eine neue Klinik bauen. Sie sind wohl nicht mehr normal. Und der Vorstand hat natürlich Nein gesagt. Das können wir nicht genehmigen. Und dann kriege ich nach einiger Zeit, ich will das ein bisschen abkürzen, nur das Wichtigste erzählen, ein Anruf vom Oberstudiendirektor, der gleichzeitig auch in diesem Vorstandsgremium war, Oberstudiendirektor des Gymnasiums, der sagt dann, du, da habe ich doch einen Anruf gekriegt vom zuständigen Bundestagsabgeordneten unseres Bereichs und der hat gesagt, da sei einer aus seinem Wahlkreis in Bonn gewesen und der hätte sich ihn nicht vorgestellt, das hätte er merkwürdig gefunden. Sage ich, ja, der Mann kann abgeholfen werden. Da fahren wir hin, fuhren wir nach Tettnang. Das war der spätere Bundesratsminister Adorno, der dort im großen Gutshaus residiert hat. Und haben ihm die Dinge vorgetragen. Er sagte, naja, also ich weiß zwar nicht, ob sich da was tun lässt. Ich habe ein anderes Gesangbuch wie Sie. Und außerdem, ich selber liebe einen guten Tropfen. Ich habe da auch ein paar Weingüter. Und so, eigentlich habe ich mit ihnen nichts zu tun, aber ich will mal sehen, was sich tun lässt. Am Schluss haben wir 36 Millionen gekriegt und haben damit Modellfall Klinik Rinkenhof, Klinik Höchsten erbaut. Auf vielfältige Weise haben Sie erlebt, dass Gott helfen kann. Wirklichkeit ist. Gibt es denn auch Momente in Ihrer Arbeit, wo Sie wussten, das ist ein hoffnungsloser Fall, dem kann nicht mehr geholfen werden? Ich habe jetzt gerade am Sonntag Jahresfest gehabt und da kam einer auf mich zu, der aus Ludwigshafen, ein Patient, ein ehemaliger, der mir gesagt hat, erinnern Sie sich, ich habe mich nicht erinnert, Sie haben mir damals gesagt, ich sei ein aussichtsloser Fall, mit mir sei wohl nichts anzufangen. Und das hat ihn tief getroffen, er war dann noch 2 Monate da. Und dann sagt er, bin ich zum Glauben gekommen bei den Christusträgern, die damals eine Woche bei uns abgehalten haben. Und jetzt bin ich seit 46 Jahren abstinent. Und das wollte ich Ihnen jetzt sagen, dass ich 46 Jahre glücklicher Ehe und neu gewordenen Daseins hinter mir habe und dass ich ein fröhlicher Mensch bin. Das ist eine Hoffnungsgeschichte. Wie Sie auch ein Hoffnungsträger sind, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Dr. Ried. Alles Gute für Ihre Zukunft, Gott befohlen. Und auf Wiedersehen. Danke sehr.
Vor kurzem habe ich auf einem meiner Spaziergänge etwas entdeckt, was mir in der Zwischenzeit ganz ans Herz gewachsen ist. Und das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Kommen Sie mit mir mit. Schauen Sie sich diese alte Hütte an. Am Anfang war sie der ganze Stolz des Besitzers. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, diese Hütte zu bauen. Und eines Tages war sie dann fertig und sie verrichtete viele gute Dienste. Sie war ein wertvoller Lagerraum. Dinge waren darin gut aufgehoben. Sie war ein Schutzraum. Man konnte sich unterstellen, konnte sich warm und gemütlich machen. Man war geschützt vor Wind und Wetter. Tja, und dann passierte, was wohl mit jeder Hütte im Lauf der Zeit passieren muss. Unwetter zogen darüber, der Wind rüttelte heftig an ihr, das Wasser griff die Grundfesten an, brachte die Hütte ins Wanken, der Hagel beschädigte das Dach. Der Winter mit seiner erbarmungslosen Kälte hinterließ seine Spuren, die gnadenlose Hitze verzerrte und verzog die Wände. Tja, und heute? Heute ist das ganze Ding vom Verfall bedroht. Niemand nimmt mehr Notiz von ihr. Sie wird als störend empfunden, als Schandfleck in der wunderschönen Landschaft. Wissen Sie, ich habe diese Hütte liebgewonnen. Denn irgendwie ist sie so etwas wie ein Spiegel oder das Spiegelbild unserer Lebenshütte. Am Anfang waren wir doch der Stolz der Eltern. Und man war von vornherein zu so viel zu gebrauchen. Dann zogen die Stürme des Lebens über die Hütte und hinterließen immer mehr deutliche Spuren. Viel wurde im Laufe der Zeit beschädigt, auch von anderen, auch von uns selbst. Und mit der Zeit empfindet man die Lebenshütte als leer, als wertlos, nutzlos, sogar als Schandfleck in der Natur, eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Der Wiener Arzt und Psychotherapeut Viktor Frankl hat die Entdeckung gemacht, dass viele Menschen gerade in den Überflussgesellschaften an einem abgrundtiefen Sinnlosigkeitsgefühl leiden und nicht selten davon krank werden. Eine innere Verödung hat sie beschlichen, eine Art existenzielles Vakuum, wie Viktor Frankl das nennt. In vielen Menschen wird die Leere immer größer. Frankl zitiert aus einem Brief eines amerikanischen Studenten. Ich bin 22, besitze einen akademischen Grad, fahre einen luxuriösen Wagen, bin überhaupt finanziell unabhängig und es stehen mir mehr Sex und Prestige zur Verfügung, als ich verkraften kann. Was ich mich frage, ist nur, was das alles für einen Sinn haben soll. Zitat Ende. All das, was wir haben, was wir sind, was wir können, auch das, was wir erlebt und durchgemacht haben, hat die einst stolze Hütte verfremdet, scheinbar unbrauchbar, wertlos, nutzlos gemacht. Und man wünscht sich sehnlichst, dass die Hütte wieder mit Leben erfüllt wird. Aber gibt es an dieser Lebenshütte noch etwas zu retten? Wie kommt es denn zu neuem Leben in der Lebenshütte? Auf der Suche nach neuem Glanz in der Hütte, nach neuem Leben, spricht Jesus Christus ein Wort. Ich bin das Leben. Leben kommt in die alte Hütte nicht dadurch, dass ich das Leben festmache an Äußerlichkeiten, an Erfolgen, an Leistungen, an Ehre, an Glück, an Gesundheit. Leben kommt in die alte Hütte, indem ich das Leben festmache an einer Person, an Jesus Christus, der sagt, ich bin das Leben. Wer ihm Vertrauen schenkt, der hat seine Hütte auf einen Felsen gebaut und die Mächte und Gewalten der Natur können darüber gehen, wie sie wollen. Die Hütte bleibt fest bestehen.
Sie wird durch die täglichen Angriffe und Beschwernisse nicht nutzlos, nicht wertlos, nicht unbrauchbar. Wie aber sieht das denn nun ganz konkret aus? Wenn wieder mal die äußere Fassade Schaden leidet, mal wieder was in die Brüche geht, verleiht uns Christus durch seine Zusagen, durch sein Wort das Gefühl, ich bin nicht wertlos deshalb oder ich bin deshalb nicht unbrauchbar. Schaden wird es natürlich immer wieder geben und es wird einiges weiterhin in die Brüche gehen, aber Jesus Christus bleibt an mir dran. Er sagt, siehe, deine Mauern sind beständig vor mir, in meine Hände habe ich dich gezeichnet und als Teil meiner Hände wirst du viele große und kleine Dinge bewegen, vieles wird dir gelingen, für viele wirst du ein Segen sein. Weiterhin werden Menschen gerne mit dir zusammen sein, sie werden zu dir kommen, sich bei dir aufhalten, mit dir sein, denn sie fühlen sich wohl bei dir in deiner Nähe, sie suchen Schutz und Zuflucht bei dir. Und wenn es innen drin langsam dunkel und kalt wird, dann schafft es Christus, dass ich mich in meinen eigenen vier Wänden doch irgendwie wieder wohlfühle, indem er andere Menschen auf mich aufmerksam macht, die neuen Glanz in meine Hütte bringen und durch die er ausrichten lässt, du bist nicht allein, ich bin bei dir durch diese Menschen, ich rette dich, weil ich dich lieb habe. Und wenn die Mächte und Gewalten gegen dein Haus donnern, dann gibt er Zuversicht, indem er spricht, selbst wenn du durchs Feuer gehst, bin ich bei dir und die Flammen sollen dich nicht versengen. Selbst wenn du durch tiefe Wasser gehst, bin ich bei dir, damit dich die Fluten nicht ersäufen. Und wenn sich in und um die Hütte zu viel alter Müll angesammelt hat und schon ganz komisches Gewächs daraus hervorwächst, wenn man kaum mehr einen Zugang vor lauter Müll und Äußerlichkeiten findet, dann bietet er die Möglichkeit einer ganz großen Entrümpelungsaktion, einer großen Reinigungs- und Befreiungsaktion. Wissen Sie, am meisten Glanz kommt in unsere Lebenshütte durch dieses Freiwerden, durch dieses Freimachen, wo das Alte endlich weggeräumt, aufgeräumt ist, wo vergeben und vergessen werden kann. Und denken Sie einmal darüber nach, wer hier an der Hütte alles seinen Müll abgeladen hat, wer hier für Unordnung gesorgt hat, wer alles unrechtmäßig in die Hütte eingedrungen ist und für Chaos gesorgt hat, für üblen Geruch, für Kälte und für Leere, auch meiner Lebenshütte. Und dafür spricht Christus, du, ich bringe das wieder in Ordnung, mir darfst du all das geben, ich entsorge es und sorge weiterhin für dich. Zugegeben, zunächst bleibt jeder in seiner Lebenshütte einen kleinen Moment alleine, muss das aushalten, wie es im Augenblick aussieht. Aber Christus hat sich längst ein Herz für unsere Lebenshütte gefasst und er wartet darauf, in diese Hütte eingelassen zu werden, dass er hineinkommen kann und dort aufräumen kann, zurechtbringen kann. Dass der alte Haussegen und der alte Hausfrieden wiederhergestellt wird und damit neues Leben und neuer Glanz in die Hütte kommt. Amen. Bye.
verzeihen. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, weil du ihm versprichst, uns zum Wohl auf Leben. Hilf, dass wir den Tod, wo wir nicht mehr schwächen, die mit Tränen zählen, werden in den Wenn Sie im Augenblick das Bedürfnis haben, dass jemand für Sie betet, was er wirklich gut tut, dann melden Sie sich doch bitte. Wir haben auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de eine kleine Seite. Dort können Sie Ihre Gebetsanliegen aufschreiben und in einem regelmäßigen Gebetskreis beten wir für Sie. Und jetzt lassen Sie uns miteinander beten. Jesus Christus, du bist unser Herr und Bruder. Du nimmst uns an. Du machst uns frei, dass wir uns selbst annehmen können, so dass wir uns auch anderen Menschen zuwenden können. Du kennst uns. Hilf, dass wir uns selbst verstehen, so dass wir offen werden für andere. Du liebst uns. Schenke uns das Vertrauen, so dass wir unsere dunklen Seiten wahrnehmen, ohne in Angst zu geraten. Und nun beten wir so, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Müssen es immer die großen Dinge sein? Das schöne Haus, der Luxusurlaub, das große Glück? Viel zu lange musste es tatsächlich immer größer, immer teurer, immer ausgefallener sein. Doch glücklich hat mich das Hinterherlaufen nicht gemacht. Ich habe für mich längst die kleinen Dinge entdeckt. Ich freue mich über ein gutes Gespräch. Ich genieße ein Stück selbstgebackenes Brot. Ich horche in mich hinein. Ich unternehme eine lange Wanderung. Ich lasse ein Lächeln auf mich wirken und bin dem Himmel nah. Alles im Leben geht einmal vorbei. Die Schulzeit, die Jugend, der Urlaub, das rauschende Fest. Viele leiden darunter. Auch wenn der geliebte Mensch nicht mehr da ist, wird schnell geklagt: Ach, hätte ich unsere gemeinsame Zeit doch besser genutzt. Ich will jetzt die Zeit gut nutzen. Heute ist der Tag, an dem wir etwas für unsere Liebe tun können. Heute ist Zeit, miteinander zu reden, zu träumen und uns in den Arm zu nehmen. Heute ist Zeit, das Leben gemeinsam zu genießen und vielleicht sogar glücklich zu sein.
Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Zur heutigen Predigt ist eine kleine Predigtbroschüre erschienen mit dem Titel »Der Weg, die Wahrheit, das Leben«. Darin enthalten sind alle drei Predigten der aktuellen Predigtreihe über Johannes 14, Vers 6. Gerne schicken wir Ihnen diese Broschüre kostenlos zu. Wenn Sie mit uns in Verbindung bleiben möchten, freuen wir uns auf Ihre Post, auf Ihre Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne können Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Wir sind übrigens auch auf Facebook. Auch dort können wir miteinander ins Gespräch kommen. Wenn Sie Freunde und Bekannte haben, denen Sie diesen Gottesdienst weiterempfehlen möchten, schreiben Sie ihnen doch eine Karte. Von diesen Karten können Sie bei uns so viele bestellen, wie Sie möchten. Bringen Sie sie unter die Leute und machen Sie damit Stunde des Höchsten noch bekannter. Vielen Dank. Übrigens, die gemeinsamen Lieder, die wir im Gottesdienst immer singen, die kommen auf einer CD, die noch niegelnagelneu ist. Diese CD können Sie für 14,95 Euro bestellen. Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen. Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung, die Sie uns zukommen lassen. Dazu haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel eine SMS an uns schicken, einfach das Kennwort SDH und dann die Nummer 81190. Und damit spenden Sie uns 5 Euro. Oder Sie spenden online über unsere Homepage, einmalig oder per Dauerspende. Oder Sie bestellen sich so eine kleine, nette SDH-Spendenbox. Die können Sie überall aufstellen, beim Bäcker, beim Metzger oder bei sich zu Hause und so für die Arbeit von Stunde des Höchsten sammeln. Vielen Dank für alles, was Sie uns zukommen lassen. Wenn Sie heute das erste Mal diesen Fernsehgottesdienst gesehen haben und sich heute zum ersten Mal bei uns melden, haben wir ein kleines Begrüßungsgeschenk für Sie, eines von diesen wertvollen Aufstellbüchern. Mutmachende Texte und tolle Bilder finden Sie darin. Eines davon schenken wir Ihnen. Bitte melden Sie sich. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hinter den Fernsehgottesdiensten Stunde des Höchsten stehen die Ziegler'schen, ein diakonisches Werk mit langer Tradition. Wir möchten Menschen helfen, dass sie ein erfülltes Leben haben. Und das tun wir in ganz verschiedenen Arbeitsbereichen. Damit Sie einen kleinen Einblick bekommen, wer wir sind, wo wir sind und was wir tun, zeigen wir Ihnen folgende Bilder. Seit fast 200 Jahren kümmern sich die Ziegler'schen im württembergischen Wilhelmsdorf um hilfesuchende Menschen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe mutiger und engagierter Christen. Inzwischen sind die Ziegler'schen zu einer großen diakonischen Einrichtung geworden. Fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen rund 6000 Hilfesuchende. Freut ihr euch schon? Fliegen? Hast du ein bisschen Herzklopfen? In unseren Seniorenzentren finden alte Menschen eine neue Heimat. Viele von ihnen sind hochbetagt oder schwer demenzkrank. Der richtige Ansprechpartner sind wir aber auch für junge Menschen, etwa mit schwierigem sozialen Hintergrund. Mit Wertschätzung und Kompetenz geben wir Starthilfe für ein gelingendes Leben. Suchtkranke Menschen finden bei uns Begleiter auf dem Weg in eine freie und zufriedene Zukunft. Auch Menschen mit Behinderung sind bei den Ziegler'schen zu Hause. Sie erfahren fördernde Betreuung und treffen Freunde fürs Leben. Kinder und Jugendliche mit Hörsprachproblemen betreuen wir vom Kindergarten an. Viele Therapieangebote und Spezialschulen machen sie zu mutigen Menschen, die das Leben zu meistern wissen. Bei den Ziegler'schen tragen die Menschen das Herz am rechten Fleck.
Genauso ist Ihre Unterstützung bei uns am richtigen Ort. Danke, dass Sie uns helfen, diese Arbeit zu tun. Mehr Informationen über uns bekommen Sie auf unserer Homepage www.zieglersche.de oder Sie rufen uns an oder noch besser, Sie kommen uns einfach einmal besuchen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.